Der größte Unterschied ist schon mal nicht das Abendmahl und die Eucharistie. Wir streiten uns nicht mehr darum, ob Jesus Christus wirklich unter Brot und Wein gegenwärtig ist. Das ist mittlerweile geklärt worden. Der größte Unterschied ist das Bischofsamt in der Kirche. Als Katholiken glauben wir, dass halt Jesus der Apostel als seine Weiterverkündiger eingesetzt hat und die Apostel haben weitere Bischöfe eingesetzt. Und als Katholiken glauben wir, dass diese Ordnung letztendlich Gottes Willen entspricht. Die evangelischen Kirchen jedoch sind in der Reformationszeit aus dieser Tradition ausgebrochen, da es einfach keinen Bischof gab, der evangelisch wurde oder keinen Bischof gab, der evangelische Prediger geweiht hätte. So hat sich eine andere Ordnung etabliert und aufgrund dieses Fehlens sagt die katholische Kirche über die evangelische Kirche, dass die Ämter, also die Pfarrer und Pfarrerinnen, eben nicht gültig ordiniert sind. Und ohne gültige Weiheordination gibt es auch keine gültige Eucharistiefeier. Das ist kurz mit vielen Anmerkungen und Differenzierungen der Hauptunterschied zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Das heißt, das evangelische Bischofsamt ist erst im Nachhinein wieder belebt worden? Genau. In der Frühzeit war es so, dass nach der Reformation halt die Landesherren, also der Fürst, der Prinz, der im Territorium der oberste Bischof war und erst nach dem Ersten Weltkrieg, als diese Struktur zusammenbrach, haben sich in allen Landeskirchen wieder Landesbischöfe entwickelt. Diese Landesbischöfe sind nicht wie bei uns quasi Alleinherrscher, um es mal etwas pointiert zu sagen, sondern eingebunden in synodale Strukturen. Der Bischof kann nichts ohne Synode entscheiden. Also es geht schon auch ein bisschen auf die Unfehlbarkeit einer bestimmten Persönlichkeit zurück. An der Unfehlbarkeit kann man also sehen, was das Grundproblem ist. Wir Katholiken haben tendenziell eher eine institutionelle Sicht auf die Kirche. Das heißt, man muss auch sehen können, dass wir eins sind. Evangelische Kirchen legen mehr Wert auf die Inhaltlichkeit. Natürlich gilt es inhaltlich auch für Katholiken, strukturell auch für uns ein wenig, aber ganz holsteinartig könnte man das so vielleicht vereinfachen.